In der 25. Sendung wollen wir beginnen mit einem Künstler, der zum Nachwuchs zählt. Als wir vor etwa einem Jahr den Modellversuch Popularmusik an der Hamburger Musikhochschule eröffneten, saß da ein Bursche aus der Pfalz und er sah aus wie der Samson, der die Stadttore aushängt. Gerd Birsner und seine Alle Mannen. Baba nimmt jetzt öfters das Strubi am Bändel, der spürt's früher im Blut und es tut ihm gut. Der Rhein ist wie die Menschen wieder aufgetaut, die Sonne kitzelt alles aus dem Nest. Sogar die Schnogen haben sich auch schon aus den Löchern getraut. Und Bienen, die machen den Fruchtbarkeitstest. Und dann komm ich mal wie in Elsass hervor, an der Grenze und doch voll mittendrin. Die modernen Liedermacher schmücken ihre Verse mit raffinierten Arrangements im Elektrosound. Gerd Birsner und Co. setzt schon am ersten Abend mit seiner Gruppe Richtungsweiser, wo es lang geht. Die deutschsprachigen Liedermacher, die auf sich halten, haben das Gemüt wiederentdeckt. Dann leg ich mich neben dich, als dein Wärmebrikett zu dir ins Bett. Wann hat man das schon mal, liebe Zuschauer, ein singender Kommunalpolitiker? Hier ist für Sie Gerd Birsner. Nun haben die Blätter ihr Rouge aufgelegt, sich dezent und geschmackvoll geschminkt. Und alle sind ganz aufgeregt, weil nun der Abschlussball winkt. Wie ich dann Hockrock gemacht, als er nomme fliegte Loch und die May pumpt vor sich hin. Wie kann man nur so kleinlich sein? Du bist dein eigener Herr. Das ist natürlich ein Aspekt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Freiheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt aber wirklich auch so, wenn ich alleine nur von der Musik leben müsste, dann hätte ich mit Sicherheit eine etwas abgespecktere Figur als im Moment. Et s'il se produit moins actuellement, Gerd Birsner continue d'enregistrer et de diffuser ses CD, y compris ceux de ses collègues. Cachet, droit d'auteur et une précieuse liberté le rétribuent suffisamment, dit-il. Frei ist man natürlich wohl, weil auf der einen Seite ist es so, dass du dein Geld damit verdienst, mit irgendwas, was dir wahnsinnig Spaß macht. Es macht dich sehr zufrieden, es macht dich, es gibt dir auch eine innere Ruhe. Ich bin ganz besessen von Kanal.